Was kurz davor geschah. Verabschiede mich auch, denn gleich müssen wir weiter drehen. YouTuber live, anstrengend. Junge, ich glaube, ich hab den. Das ist so dumm. Das ist so bescheuert. Natürlich, Alter. Komm. Ey, das ist halt einfach Kindheit, ne? Digga, man kann hier einfach. Ah, shit. Man kann hier einfach im Mediamarkt zocken. Man kann ja alles machen. Da hinten. Ist es normal, dass man in jedem Mediamarkt zocken kann? Ich kenne das nur hier von Heidelberg. Okay, gut, ich höre mal auf zu zocken hier. Wir gucken hier uns ein bisschen mehr an. Weil, Digga, wir sind ja gerade im Mediamarkt Heidelberg. In Rohrbach eigentlich rein. Wir sind im Kaufland, okay? Wir sind im Kaufland in dem Mediamarkt und da würde ich auch gerne mal Challenges machen, weil wir sind überall Mitarbeiter. Ne? Du kannst zeigen, welches iPhone ich liebe. Ja. Er ist so ein iPhone-Typ. Ich muss sagen, ich bin jetzt nicht so für iPhone, weil ich keine 1000 Euro für Handys ausgeben will, in dem dann nicht mein Ladegerät dabei ist. Und ich finde, ganz ehrlich, dass das, geh mal aus dem Weg, dass das bisschen kantig aussieht und ich denke nicht, dass das so gut in der Hand liegt. Auf jeden Fall, ich mag diese Form halt einfach nicht. Es ist ja jedem das eine, aber ich mag es einfach nicht, dass es so kantig ist und dass es so nicht gut in der Hand liegt. Ich will nicht. Ey, mach dich an. Das ist, nee. Ich glaube, nee, lass mal. Junge. Aber Digga, darf ich mal kurz wieder? Digga. Die hat so krassen Grip, ne? Du, pass auf. Also, dieses Ding hier, das ist richtig Qualität, Mann. Das hat richtig Grip. Wir sind ja gerade bei den Gaming-PCs irgendwie. Ich weiß auch nicht, wie wir hier irgendwie hingeglitscht sind oder sowas. Wir sind auf einmal hier. Ist das mein PC? Schusch. Digga, ich kaufe mir das, ne? Man kann sich für 44 Euro eine Playstation mieten. Mieten? Wer hat sich das denn ausgedacht? Ich will mir eine PS5 holen. Aber meine Eltern erlauben nicht. Ich wollte mir auch eine PS4 holen. Aber meine Eltern haben gesagt, nee, du willst immer eine neue Konsole. Junge, ich habe gerade bei 2 Konsolen gekauft. Und die haben beide nicht mehr als 80 Euro gekostet, Junge, was haben alle? Die ist so schwer, ne? Emanu, falls du das siehst, du hast es wahrscheinlich schon gemerkt, dass du hier Tears of the Kingdom geholt hast. Aber es gibt hier auf jeden Fall eine Zelda Tears of the Kingdom Version von der Nintendo Switch. Die Frage an die Community. Ja? Seid ihr eher iPhone-Team oder Samsung-Fan? Schreibt Team Foxcraft in die Kommentare, wenn ihr eher für Samsung seid, und schreibt Team Tiger X in die Kommentare, wenn ihr eher für Apple seid. Boah, wer ist schon für Apple? Und noch eine Frage. Was? Eher PlayStation oder Xbox? PlayStation. Ich bin richtiger PlayStation-Dude, Junge. Ich auch. Scheiß auf diese Kacke, Alter. PC oder Konsole? Konsole, Junge. Ich finde beides gleich geil. Auf jeden Fall. Immer nur, falls du das hier siehst, es gibt eine Zelda-Version von der Switch, was du wahrscheinlich schon wusstest. Was ist das? Ein Xbox-Controller. Und das Dings. Und ich wollte sagen, dieser Stand, dieses Undock-Modul, sieht einfach richtig krass aus. Ich bin jetzt nicht so der Zelda-Typ. Also ich finde das Game geil, aber ich zock's nicht. Aber es sieht halt einfach geiler aus. Ich mag Zelda nicht. Tiger mag Zelda nicht. Also Emanu, du kannst ruhig haten. Nein, mach mich auch nicht. Hier ist mein Team. Ja, das ist auch mein Team, Digga. Und? Ich finde auch mein Team. Ich finde schade. Ich fände das so krank, wenn die hier einfach PS2-Spiele verkaufen. Da muss ich nach Enschede ziehen. Oh, oi, Arthur. Gran Turismo. Boah. Leute, ich habe Gran Turismo 4 und 3 für PS2. Achso, ist das ein Autospiel? Natürlich. Ja, das ist das, mit dem, was ich mit dir gezockt habe, nur halt ein realistischer. Auf PS2 habe ich das. Das hier gezockt. Horizon, ja, das kenne ich, das ist geil. Wenn ich mir, jetzt ohne Spaß, wenn ich mir eine PlayStation 5 hole, dann hole ich mir erstmal das Spiel hier. Ey, diese Steuerung. Drücke R3. Was für R3? Und das hier habe ich auf der PlayStation 4. Riders Republic. Junge, ich will mir Riders Republic auch für PS4 kaufen. Ist das Spiel bei mir? Ja, okay. Dann kein Problem. Heute noch? Natürlich. Auf jeden Fall, mein Bruder hat eine PS4 und ich teile die quasi mit ihm. Also ich darf auch drauf zocken. Und ich will mir halt Riders Republic dafür holen. Weil Riders Republic ist einfach ein geiles Game.
Oh, Gran Turismo, Junge. Du bist mein heimlicher Favorit. Ich meine natürlich, ich finde natürlich, Dings. Also, natürlich, Angebot. Ich finde natürlich, Metal Gear Solid besser, ja. Kennst du das von Epic Games? Dead Island. Aber 2. Arthur. Arthur. Red Dead Redemption. Was für Redemption? Redemption. Sorry. Hier ist Ratchet & Clank. Geil. Das will ich mir auch für PS2 holen. Gibt es hier noch irgendein Game, was ich gerne für PS2 hätte? Nee, das nochmal ist einfach nur geil, Alter. Ja, und ich darf hier eigentlich gar nicht hin. Aber ich... Was ist das jetzt auf einmal? Was ist das jetzt auf einmal? Was für eine Trilogie? Hä? Was für eine Trilogie? Guck mal, das ist die neueste Xbox. Die sieht aus wie ein Kühlschrank. Ja. Sei ehrlich. Ja, natürlich. Aber ich war ja auch... PlayStation. Die sieht auch aus wie ein Kühlschrank. PlayStation 5 ist geil. Ja, ich weiß, PlayStation 5 ist echt geil. Oh mein Gott. Es gibt PlayStation. Seit wann? Arthur, seit wann? Bruder, die kaufe ich mir. Für PS4 sehen die halt viel geiler aus als ja, für Mann. PS2. Ich will mir trotzdem welche für PS2 holen. Für wegen Gran Turismo. 500 Euro. Ich würde mir am die liebsten... Die kosten 500 Euro. Wenn ich reich wäre, ich würde mir einfach eine PS5 mit so einem Playstation-Ding holen, Alter. Aber Arthur, komm mal kurz. Seit wann hat Playstation Kopfhörer? Oh, die sehen geil aus, das ist komplett mein Stil. Ich habe hier vor kurzem bei Mediamarkt so ein Dings geholt, so eine Musikbox. Hier ist die. Und Digga, das ist ja komplett mein Stil. Oh nein. Way of Hunter. Way of the Hunter. Way of the Hunter, genau. Ihr wisst ja, Leute, alle, ich bin nicht so viel Jagd. Aber, oh mein Gott. Aber Jagd, nein. Ich glaub's nicht. Für Windows 10, ach man, ich hab Windows 11, Bro. Company of Heroes 3. Leute, ihr wisst alle, dass ich gerne Kobi-Flugzeuge sammle. Und Kobi sponsert ja Company of Heroes. Und Kobi hat ja auch Company of Heroes Sets, von denen ich mir bald auch welche holen werde. Nein, mein Bruder nicht. Hat sich das ohne Scheiß gekauft. Einfach fucking Goat Simulator. Ey, dieses Spiel. Was ist das? Überraschung. Bam! Oh mein Gott, krass. Oh mein Gott. Das ist das heftigste Spiel, was ich jemals. Was denn? Ich feier das halt wirklich. Ich feier das auch wirklich. Nee, zieh dir das mal rein. Es gibt auch ein erstes Game, das habe ich durchgespielt, aber ich will mir das auch noch kaufen. Hey, willst du SpongeBob kaufen? Ich will auch. Aber für PlayStation 5 Band gibt's ETF. Das ist doch. Ach, das mal, was Game. Geil. Das ist aber ein anderes. Es gibt's. Das ist Teil 2. Aber Junge, Flight Simulator. Ich liebe es zu fliegen. Ja, okay, was ist das jetzt? Arthur, das ist die A320. Ah, stimmt, wir sind mit der A321 Neo geflogen, gell? Genau. Egal. A320 ist 320. Arthur, ich liebe Mediamarkt einfach. Gran Turismo ist ein Masterpiece. WTF? Diese Lenkräder sind geil, Alter. Was ist denn das jetzt auf das einmal für? Das feiere ich nicht so. Was ist jetzt auf einmal für ein scheiß Controller, ey? Diese Qualität fühlt sich richtig kacke an. Alle Naruto-Fans so wie like so. Oh mein Gott. Oh, was? Achso, oh. Was hast du? Ich suche. Guck, das hab ich. Achso. Das hab ich. Ja, genau, das meine ich ja. Diesen Teil hab ich. Das willst du doch holen, oder? Wetten? Den hab ich doch. Achso, okay, nice. Ich will mir den Teil holen, den zweiten. Was ist das? Ey, ich weiß denn nicht, was ich weiß, aber auf jeden Fall ist es geil. Das sieht geil aus. Arthur. Digga. The Elder Scrolls. Ich hab das mal auf Switch gemacht. Ich hab davon Gameplay gemacht, hab's aber noch nicht hochgeladen. Wollt ihr, dass ich es mal mache? Ich hab jetzt schon die 100. Frage nochmal an die Community. Der Landschrift. Ey, Digga, Company of Heroes. Ich will es haben. Das ist geil. Was? Also, Tiger hat eine Frage. Welcher Teil ist besser? Ich find den hier geiler. Ja. Yep. Finde ich auch. Aber beide sind nice. Ja. Mahun! Was ist Mahun? Mahun! Junge, das ist doch voll Zeit, ne? Ja, ich weiß, ich will mir jetzt für PS, nicht für PS, Dings holen. Ich hab noch einen Game Boy Color, gell? Ja. Ich will mir Mohun für Game Boy Color holen. Digga, früher, mein Vater hat gesagt, Digga, jeder hat damals Mohun gezockt. Ey, das hab ich. Wie viel kostet Mohun, Alter? Das hier hab ich auf PS. Oh nein.
Nein. Das. Ich weiß nicht. Nein. Darf ich das zeigen? Ich weiß nicht. Also, das ist nicht umsonst. Ab 12, wer es weiß. Ja. Was passiert da? Für was ist das? Ey. Warum hat man sich dieses Spiel ausgedacht? Ey. Resident Evil. 3. Ich? Das ist ja der neueste Teil, oder? Keine Ahnung. Ich habe aber Resident Evil 7 gezockt. Ich weiß, ich bin nicht alt genug, aber... Warum gibt es dieses Game überhaupt? Ich meine, Morhun. Morhun, ein richtiges Masterpiece. Und dann kommt das auf einmal. Ey, wenn du dir aber ein Lenkrad holst, hol dir doch auch das da. Oh, nee. Warum sind hier so geile Spiele, Alter? Jetzt hab ich richtig Bock drauf, Alter. Guck wir mal. Wir müssen was. PlayStation 5. Ach ja, finde ich jetzt irgendwie... nicht so krass. Wo Dings gezockt hat. Ah, Stray. Stray ist richtig geil. PlayStation 5, ey, weißt du was? Wenn ich eine PlayStation 5 habe, okay? Ja. Ich bekomme ja eine. Nein, das ist komplett Kindheit. Digga. Ich schwöre dir. PlayStation 3 gezockt. Ich würde so krass gerne eine PS5 haben mit Stray. Stray ist einer meiner Lieblingsspiele auf jeden Fall. Und das hier. Das würde ich mir auch holen. Sackboy. Ich weiß, hört sich komisch an, aber es ist geil. Auf jeden Fall, Stray ist einer meiner Lieblingsspiele auf jeden Fall. Guck bei Lars oder so vorbei, der hat das gespielt. Mann, ich will es haben. Ich will es haben, aber ich habe keine PS5. Meine Eltern erlauben mir ja nicht, meine PS3 zu holen. Halo ist auch geil. Aber ich bin kein Xbox-Dude. Können wir hier bitte richtig lange bleiben? Ja, können wir machen. Weißt du, was wir übernachten hier? Morhun-Kart? Was ist Morhun-Kart? Was ist das da unten drunter? Ist mir scheißegal, was Morhun-Kart ist. Ich will es haben. Alles, was mit Morhun zu tun hat. Und jetzt... Oh, oh, oh. Digga, wie viele Morhun-Spiele gibt es? Und wenn es Morhun für PS5 gibt, gibt es dann auch Morhun für PS2? Weißt du was? Ich muss kurz googeln, Leute. Ich bin gleich wieder zurück. Was ich gerne hätte. Meine Kamera hat aufgehört zu filmen, deswegen hier das Video gleich schon vorbei ist. Sorry, tut mir leid. Es ist eh nichts mehr Wichtiges passiert, weil Tiger meinte, ey, lass hier richtig lange bleiben. Wir sind aber gerade bei 10 Minuten später gegangen. Wir haben irgendwie so Squishies gefunden und sowas aus Minecraft, keine Ahnung. Irgendwie so ein Scheiß halt. Und Staubsauger angeguckt, wow. Wenn euch das Video gefallen hat, würde es mich freuen, wenn ihr liked und abonniert. Ihr könnt auch die Glocke aktivieren, wenn ihr nichts verpassen wollt. Ciao. Bevor das Video jetzt endgültig aus ist, wollte ich noch sagen, für die es noch nicht bemerkt haben, man kann jetzt meinen neuen Song 24 Zoll auf YouTube hören. Er kam zu verspätet raus, aber er ist jetzt da. Ciao.